Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal, haben wir Eddie wieder getroffen und die kleine Laura. Und die kleine Laura ist scheinbar in dieses Krankenhaus hier gerannt, was wir jetzt erkunden wollen. Und wir haben hier einen Code beim letzten Mal gefunden, nämlich 9319. Mal gucken, wofür wir den nochmal brauchen. Okay. Boah, diese Kamera. Wo ist der Gegner? Genau, Freunde. Das ist kaputt. Da ganz hinten. Okay. Okay, das sind zwei Zombies. Ich werde jetzt mal was probieren. Wir sind ja am folgenden Anfang. Das Ding hat ja eine gute Reichweite, ne? So. Das heißt, wir können die auch so kaputt machen, tatsächlich. Okay. So. Den einen lasse ich erstmal leben. Weil wir gehen erstmal hier rein. Munition. Und ein Schlüssel. Schlüssel Lapis-Auge. Okay. Ach, jetzt kommen sie hier wieder mit den komischen Symbolen im Krankenhaus. Ja. Teil 1 lässt grüßen. So, wir hauen direkt wieder ab. Ach du Kacke. Da ist doch einer. Ah, nicht getroffen. Jetzt aber, ja. Boah. Sind die ekelhaft, Leute. Wenn die mit dem Kopf so schütteln. Bah. Einfach grausig. So. Boah. Gesundheitstrank. Und Muni. Ja, sehr schön. Muni werden wir brauchen. Ein Fernsehgerät. Ah, es scheint kaputt zu sein. Ich habe gerade ein Déjà-vu irgendwie. Wenn ihr euch an Teil 1 erinnert, da waren wir auch in so einem Raum. Da hat dann auf einmal einer vorm Fernseher gesessen. Jo. Aber jetzt kommt ja erstmal wieder hier die Action. Beziehungsweise, nö, der haut ja ab. Die Ruftaste des Aufzugs ist abgedeckt. Sie ist abgeschlossen und ich kann sie nicht öffnen. Das ist kaputt. Kaputt. Okay, das heißt dann... Dann einmal kämpfen. So. Einfach draufhauen mit der Kacke hier. So. Mann. Auch kaputt. So, dann ist das ja unsere letzte Tür. Hier gibt's nichts, was irgendwie nützlich aussieht. Okay. Noch ein Zombie. So. Und direkt draufhauen da. Jawohl. Und kann man hier direkt drauf trampeln? Sehr gut, ja. Wunderbar. So, was gibt's denn jetzt noch hier für uns? Gibt es hier überhaupt was für uns? Ja, Munition. Ja, sehr schön. Schrotpatronen! Ach, wie geil. Ja, okay. 12 Schuss. Ja, okay. Das passt doch. Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir sind gerade ziemlich munitionssparend unterwegs. Ich frage mich aber gerade nur, wo wir weiter müssen. Ah, okay. Wir müssen weiter zum dritten Obergeschoss. Ja, okay, dann machen wir das mal, Freunde. Ja, wir rennen hier durch das Krankenhaus rum und die Taschenlampe erinnert mich irgendwie an Slenderman. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum. So, dann war das doch hier, oder? Ja, perfekt. Okay. Auf geht's, liebe Maria. Du bist die ganze Zeit bei uns, das finde ich... Finde ich gut. In den dritten Stock. So. Ich hau ab. Oh. Ja. Okay. Das heißt, wir müssen da nochmal... Das ist jetzt ganz blöd, dass die Zombies da... Abgeschlossen. Ah, da ist er. Au. Okay, wir müssen uns einmal heilen. Heilen. Puh. Okay. Aua. Jetzt lass mich in Ruhe. So. Und draufhauen da. Die ziehen ganz schön viel ab, wenn sie mal treffen. Einfach weiter draufhauen. So. Da ist der nächste dahin. Okay, und du kommst hier. Ja. Yeah. Danke. Ah, ihr seid ekelhaft. So. Und kaputt.
Mein Gott, gib mir den Verbandskasten. Ich drücke auf die Knöpfe, ja. Kein Strom. Die Zombies, die sind echt eklig, Freunde. Aber die kennt man ja von dem ersten Teil. Resident Evil lässt grüßen. So, letzte Tür jetzt hier. Beziehungsweise, wartet mal. Beziehungsweise, man kann ja auch noch... Nee, wir müssen dann aufs Dach. Okay, das war's dann schon im dritten Stock. Irgendwie finde ich das Krankenhaus hier übersichtlicher als... Ach so. Was habe ich eben für einen Code gesagt? Wartet mal. Ups, sorry. Wir gehen nochmal kurz runter. Ich würde gerne nochmal diesen Code da lesen. Wartet mal. Warum sind jetzt hier wieder die Gegner? Warum sind jetzt hier wieder die Gegner? Verdammt nochmal. Lasst uns in Ruhe, Mann. Ich hab die doch eben kaputt gemacht. Verdammte Axt. So, wo war das jetzt nochmal mit der... mit der Nummer? Das war, glaube ich, hier hinten, ganz hinten, ne? Ich glaube, wenn man... Nee, falsch rum. Genau, falsch rum. Ach, sorry, Maria. Mensch, warum... Ich glaube, das war hier. Wie meinen Sie, die Gegner hier weg? War das nicht... Nee. Wo war das nochmal mit... Dach, hier! Ha! So. 9319. Müssen wir uns merken. Ja, Maria. 9319. Okay. Okay, 9319. Das müssen wir nämlich jetzt gleich, denke ich mal, beim Fahrstuhl eintippen. 9319. War der Aufzug hier? So. 9319. Verdammt, doch nicht. Okay, dann tatsächlich aufs Dach. Okay, Dachgeschoss. Bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Roof. Und gibt's hier sonst noch irgendwas? In der Ecke? Nö. Okay, dann gehen wir mal aufs Dach. Abgeschlossen! Eieiei. Das dritte Obergeschoss. Ah, wartet mal. Wir haben doch den Lapisauge. Ein Auge wurde in den Schlüssel graviert. Die Iris wurde mit Lapis-Zuli eingelegt. Aha. Ja, das ist wieder so ein religiöses Symbol. Ach, wartet mal. Kombinieren? Hä? Ich würde das gerne kombinieren. Frage ist... Ah, wir haben keine Items zum Kombinieren. Okay. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht... Wir haben den Untersuchungszimmerschlüssel. Examination Room. Ich glaube, der passt zum... Wartet mal. Ah, guck mal, da ist jetzt ein Haken dran an dem Park. Und wir müssen... Lakeview Hotel, das ist unser nächstes Ziel. Aber wir sind erstmal im Krankenhaus. Ja, okay. Ich würde gern wieder so. Examining Room 2, das heißt, wir müssen runter ins Erdgeschoss. Okay, dann gehen wir mal runter ins Erdgeschoss. Mal gucken, ob wir da dann was mit dem Examining Room Key machen können. So, Erdgeschoss. Jetzt sind wahrscheinlich wieder Gegner. Nö. Gut. Wir müssen einmal nach links. Hier. Hä? Verdammt! Ah, Examination. Ah, okay. Das heißt. Hallo, gehst du mal bitte aus dem Weg. Ich möchte dir nicht schon wieder Schaden. Hier. Ha! Okay, hier geht's. Hier kann es weitergehen. Auf dem Schreibtisch liegen medizinische Unterlagen.
Nichts wirklich Interessantes. Eieieiei. Das ist sehr unbehaglich hier. Munition. Sehr, sehr gut. Schrotpatronen. Das gefällt mir ja nicht, dass die uns so viel Schrotpatronen geben, irgendwie. Dokumente sind auf dem ganzen Tisch verstreut. Hier gibt's nichts, was interessant wäre. Ist hier echt sonst gar nichts? Dritte Etage, Flur im Patientenflügel. 7335. Okay, 7335. Das ist kaputt. 7335. Jetzt ist sie offen. Aha. Okay. Dritte Etage 7335. Ja, okay. Dann schauen wir uns den Patientenflügel mal an. 7335. So. Jo, Freunde, dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefällt, natürlich, das Projekt auch. Es wird mittlerweile, es wird echt spannend. So, 7335. Hier. 7335. Ha! Dankeschön. Ja, und was der andere Code da zu sagen hat? Keine Ahnung. Okay, oh mein Gott, ich hasse solche Musik. Tageszimmer. Oh, lass doch die Musik weg, Leute. Schloss ist kaputt. Die sind alle kaputt. Ja, da hinten ist wieder, aber ich hau erstmal ab. Oh! Eine Cutscene. Was ist mit dir? I'm kinda tired. It's just a hangover. You should rest. So comfy. I'm gonna go look for her. For Laura. I'll be back as soon as I can. Ja, lass sie ruhig alleine hier liegen, ey. Schlüssel zum Dach. Okay. Lass sie ruhig alleine hier liegen, Mensch. I'll be okay soon. Did you find Laura? Nein, noch nicht. Okay, Maria, du darfst dich ausruhen. Mir gefällt diese Musik hier nicht. Das heißt, wir haben jetzt auch keine Maria mehr dabei. Das heißt, wir können hier ganz normal draufhauen und gucken. Au! Oh, shit. Autsch. Ja, Verbandskasten sammeln sich auch an. Sehr gut. Guck mal da hinten, da sehe ich doch so ein Mannequin-Vieh. So. Der kommt jetzt wahrscheinlich gleich wieder angeflogen da hinten. Was ist das denn? Da steckt etwas im Abflussrohr fest. Das Loch ist zu klein, ich komme mit deiner Hand nicht dran. Wenn ich vielleicht irgendein langes, schmales Werkzeug hätte. Ja, Moment, wir haben doch was. Hier. Ha, genau, diese Nadel. Aha, sie ist nicht lang genug. Nicht, dass man das irgendwie kombinieren kann? Nee, noch nicht. Okay. Das heißt hier... Müssen wir später nochmal hin. Ich drehe am Hahn, aber es kommt kein Wasser heraus. Ja, ob du hier duschen willst? Ich glaube nicht. So. Oh, die Kamerasicht ist jetzt ganz doof. Ganz doofe Kamerasicht jetzt gerade. Wartet mal. So. Am liebsten so. So, dann... Der wartet doch da hinten auf uns. Finde ich nett, dass du da so auf uns wartest, Kollege. So. Yo, Mannequin-Monster. So.
Ihr seid alles Traumgegner. Beziehungsweise Gegner aus einer Traumwelt. Die Ruftaste des Aufzugs ist abgedickt. Schloss ist kaputt. Okay, da kommt der nächste. Die ist zu irgendwie. Okay, ich hau erstmal ab. Gesundheitstrank und speichern. Ja, sehr schön. Dann machen wir das doch. Okay. Frage ist, wann aktiviert der sich? Jetzt, okay. Ja, komm. Komm näher. Und zack. Genau so. Bah, seid ihr ekelhaft. Okay, so. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Gut, dann. Kaputt. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel fürs Dach, aber wir können noch ein S14. Okay, wir haben hier alles klar. Ein sehr kompliziertes Doppelschloss, okay. Ja, brauchen wir zwei Codes für. Den einen haben wir unten. Den anderen haben wir noch nicht, noch gar nicht. Okay, das heißt, hier müssen wir nochmal hin irgendwann in S14. Okay, das heißt, wir haben jetzt aber auch den Schlüssel fürs Dach. Heißt, was ist eigentlich hier mit dem Mauszeiger? Warum ist der immer in der Mitte? So, genau. Ja, gehen wir bis zum Ende, ne? Ganz schön gruselig das Ganze, aber ich glaube, das Ganze wird noch schlimmer. Das Ganze wird noch schlimmer, wenn man in die Traumwelt kommt und man dann keine Karte hat. So, das, genau. Schlüssel zum Dach. Gut. Ja, das wird jetzt, kaputt. Im ersten Teil ist ja auf dem Dach was Heftiges passiert. Obwohl, das war in der Schule. Das war nicht hier auf dem Krankenhausdach. Kann ich hier irgendwas lesen? Jawohl. Da liegt etwas auf dem Boden. Ist das ein Tagebuch? Tatsächlich, 9. Mai, Regen, den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier, nichts zu tun. Darf ich immer noch nicht nach draußen? 10. Mai, regnet immer noch, sprach kurz mit dem Arzt. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach, nicht jeder kann stark sein. 11. Mai, wieder Regen. Die Mets haben mich heute krank gemacht. Weil es mir nur unter Drogen besser geht. Wer bin ich dann überhaupt? Ja, wessen Tagebuch ist das? 12. Mai. Wie immer Regen. Ich will niemandem mehr Ärger bereiten, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen statt zu kämpfen? Ist das von Angela vielleicht? Wer weiß. Einige werden das sagen, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Es ist schön draußen. Der Erste hat mir gesagt, dass ich entlassen bin. Dass ich nach Hause gehen muss. Ich... Hier, das Tagebuch auf. Es gibt keine weiteren Einträge. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Vielleicht hat sich hier jemand versucht, sich zu ermorden? Man weiß es nicht. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Gibt's hier sonst nichts? Elevator kommt. Ah, okay. Hier vielleicht noch mal irgendwas? Wow. Oh nein. Boah. Hab ich mich erschrocken. Okay. Meine Güte. Der lebt also noch. Okay. Ja, ist ja nur abgehauen beim letzten Mal. Puh.
Gut, wir sind natürlich wieder rot, ne? Ganz klar. So. So, dann haben wir jetzt keine Tonikums mehr, aber 12 Erste-Hilfe-Kisten. So, wir sind im Special Treatment Room. Aufgemacht. Boah, da hat erst dieser Dreieck, da ist dieser komische Zombie-Typ, also auch hier. Ach du Kacke. Was? Dreh, dreh, dreh. Die Zahlen vergiss sie besser nicht. Also schreib sie hier auf. Den anderen meinen geheimen Namen. Da oben ist doch... Ach du Scheiße, das ist eine Gummizelle. Oh Gottes Willen. Dreh, dreh, dreh. Die Zahlen vergiss sie besser nicht. Also schreib sie... Ja, ich mache ein Foto davon. 1959. Kamera, beweg dich. So, 1959. Den anderen meinen geheimen Namen. Hm. Oh Gott. So, kann man hier... Da steht etwas an der Wand. Wenn Joseph ruhig scheint, kann er aus seiner Zelle geholt werden. Ja, danke. Okay, wir haben einen Code bekommen. Und der andere, den haben wir ja auf der Schreibmaschine gesehen. Vielleicht haben wir es... Sind wir überhaupt? Ach, wir sind im dritten Stock. Okay. Ich möchte gerne nochmal dazu, wo das die Schreibmaschine war. Wo war die nochmal? M2 war das, glaube ich, ne? Einen runter. Und M2. So. Ein runter. Und dann Raum M2. Genau. Das haben wir ja schon aufgemacht hier. Und dann war da, glaube ich, hier vorne. M2, oder? Nee, nicht ganz M2. Aber, ich glaube... Kann das hier gewesen sein? Da ist er. Okay, ja. Dann mache ich mir auch mal kurz ein Foto von. 9319. Finde ich die Nummer der Kiste. Okay, das ist die Nummer der Kiste. Der Knopfschlüssel mache ich keine Ahnung. Okay, ja, das ist irgend so ein Verrückter hier. Das ist jetzt die Frage, wir müssen wieder hoch, tatsächlich. Einmal wieder hoch. Und dann diese beiden Codes da eingeben, in dem letzten Zimmer. So, Maria, wie geht's dir überhaupt? Wo bist du überhaupt hier? Wartet mal. Komplett falsch rum. Komplett falsch rum hier, so. Maria. Hier liegt sie. Okay. Ihr geht's noch gut. Okay. Nicht, dass sie uns hier wegstirbt. Okay, die liegen noch da. Das finde ich gut. Diese Mucke, ey. Genau, hier. So. Ist jetzt die Frage... Welcher Code muss wohin? Ich kann auch meine Maus zeigen, das ist ganz interessant. Aber 9319, wartet mal. So, vielleicht. 9319. Ha! Sehr gut. Das eine Schloss ist schon mal offen. Und das andere 9 5 9. Okay. Ja, sehr schön. Sehr, sehr geil. Okay. Dann guck mal, was in der Kiste drin ist. Ja. Okay. Ja, hallo. Wir haben die Schlösser weggemacht. Muss ich vielleicht etwas benutzen? Nee.
Ich habe den Schlüssel purpurroter Bulle benutzt. Da brauchen wir noch mehr. Den auch, okay. Lapisauge benutzt. Die Kiste ist leer. Nein, falsch, da sind ein paar Haare. Ja, toll. Ich habe ein Haarbüschel. Ja, der ganze Aufwand für ein Haarbüschel. Super doll, ne? Lange braune Haare. Sie befanden sich in der Kiste. Kombinieren? Kann man auch nicht. Guck mal. Jetzt kann man hier hingehen und könnte man... Kombiniere hiermit. Könnte man theoretisch. Aber ich weiß nicht, ob das... Ja, und wenn du jetzt hier... Wenn ich jetzt hier sage, kombinieren... Ich würde das gerne kombinieren, wenn das geht. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, was wir damit machen können. Es kann sein, dass wir da aufs Dach müssen für. Und dann da oben dieses Zeug da aus dem Loch fischen mit den Haaren. Wenn die Haare stark genug sind. Das müssen wir nochmal gucken jetzt. Ich habe aber die Idee hier. So. Das habt ihr jetzt nicht gesehen? wo war denn jetzt hier nochmal das Loch? Wartet mal. Jetzt sind wir hier wieder der Typ mit dem Verkehrspylon auf dem Kopf. Der ist natürlich weg. So, wo haben wir denn hier? Hier war doch so... Hä? Bin ich jetzt total behämmert? Hier war doch ein Loch im Boden. Wartet mal. Da ist nur das Tagebuch. Wo ist das Loch? Sag mal. Hier war doch ein Loch im Boden. Oder bin ich jetzt total bescheuert? Wartet mal. Mal ganz... Das ist nochmal ganz gemütlich hier an, aber... Wo war das mit dem... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das war doch... da ist es doch, oder? Schade. Nur das Tagebuch? Das war doch hier... Jetzt verarsch mich doch nicht. Hä? War das nicht hier auf dem Dach? Ja gut, Freunde. Ich meine, meine Uhr klingelt sowieso jetzt gleich. Dann machen wir da einfach beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. War das wirklich nicht hier? Noch einmal rum? Einmal gehe ich noch rum? Nein, es war nicht hier. Okay, dann war es woanders. Krass. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt jetzt gerne... Wie kann ich speichern? Erzählt jetzt gerne weiter den Kanal. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss.